Hallo und herzlich willkommen zurück auf Lyestia. Ich habe ein wenig vorgearbeitet offscreen, wie man so schön sagt. Und zwar habe ich ein Haus gebaut. Das war ja vorher nur die Umrisse. Ich zeig's mal von außen. So. Hier ein kleines Haus mit einem schönen kleinen Dach. Da sind ein paar Fenster. Ja, ich hatte bis hier zu dem Block gebaut. Einfach die dritte Folge. Nee, Quatsch. Die letzte Folge halt. Anschauen. Da ist das dann drin. Ja. Hab hier ein bisschen getüftelt, ein bisschen gebaut, hab dabei in Erfahrung gebracht, wo ich Holz herbekomme und wo ich Koppel herbekomme. Hab dann ein bisschen gefarmt. Hab, ja, so ein paar Sachen hier geholt. Bin jetzt Level 15, das heißt, ich kann mir meine Klasse aussuchen. Hab hier tonnenweise Essen noch gesammelt. Ja. Gut, ich wollte so ein paar Sachen ansprechen. Und zwar hole ich mir mal das Buch, stelle mich hier in die Ecke und schaue da mal rein. Und zwar, ich spule mal vor. Wo ist es? Klassen. Jeder Spieler startet mit der Klasse Lehrling. Sobald dieser auf Level 15 ist, kann man sich für eine der folgenden Klassen entscheiden. Das ist der Magier, der Krieger, der Dieb, der Bogenschütze. Ja, das war's. Okay. Um eine Klasse zu wählen, muss man Level 15 erreichen und den zugehörigen Ausbilder in Etherion aufsuchen. Ja. Da stehen die Befehle, kann man sich angucken. Die Ausbilder befinden sich in der Kaserne, im Magierturm und im Untergrund. Da muss man suchen. Ja. So ist das. Dann haben die noch hier verschiedene nachfolgende Klassen. Und ich hatte mich eigentlich für den Magier entschieden, weil ich in den meisten Spielen Magier bin und das eigentlich auch ganz schön finde, dass mir dann Spaß macht als Magier. Jetzt der Krieger, ich bin nicht so der Nahkämpfer, ich bin eher der Camper. Und deshalb der Krieger fällt weg. Der Dieb, das könnte ich mir unter anderem vorstellen. Der Dieb, das ist sicherlich interessant. Vielleicht kennt jemand von euch Gothic 3. Da war ich immer Magier und Dieb. Das fand ich perfekt zusammen. Da habe ich Magier gelevelt und den Dieb und habe den ganzen Leuten die Sachen abgezogen. So, und der Bogenschütze, ja, an sich sicher nichts Schlechtes, aber ich glaube, ich nehme den Magier. Ja, werde mich damit auseinandersetzen und dann werde ich in der nächsten Folge den Magier haben. Oder vielleicht dann machen. In der nächsten Folge werde ich den Magier wählen. Okay? Ja, so mache ich das. Ja, so viel dazu. Hier unten das, die ganz normale Levelanzeige, ist auch die Levelanzeige für den Charakter, so wie ich das verstanden habe. Ja. Gut. Dann zeige ich euch jetzt noch, wie man an Koppel kommt. Und zwar gebt ihr dafür einen Slash und dann Spawn. Dann kommt man hier in dieses Anfangshäuschen, muss hier rausgehen. Und wie ist der Weg dahin? Hier ging es nicht lang, oder? Ah, vielleicht. Nee, Quatsch. Doch. Keine Ahnung. Ich schaue einfach mal. Also, dann rennen wir hier hin. Den Weg entlang, genau hier lang. Ich meine, so wäre es gewesen. Ja, genau. So, und dann kommt man hier an diesen Heißluftballon. Dann steht dann drauf, Ballon nach Aetherion. Da geht mal rein und wird teleportet. Geht hier wieder raus.
Und dann muss man sich in dieser Stadt halt zurechtfinden. Und zwar schaut ihr euch einfach um, wo ihr hin müsst und so. Sollte einfach zu finden sein eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingerannt bin. Ich glaube in die Richtung da. Mal sehen. Ja. Da renne ich jetzt mal schnell hin und schau da mal. Ihr müsst zum Hafen. Der Hafen ist nicht zu verfehlen, der ist groß. Große Schiffe, große Boote. So, erstmal was futtern. So, wo ging's lang? Ich meine, da ging's lang. So, immer mal hier reingucken, da ist nichts drin. Nee, 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 ich weiß es nicht mehr. Ich weiß doch hier. Hier bin ich richtig. Ja, genau. Hier an diesem Brunnen kann man sich super orientieren. Und dann, ja, ihr seht ja, wo ich langgelaufen bin. Und dann ist hier der Hafen. Und dann kann man gleich geradeaus rennen zu diesem rot-gelben Schiff. Und geht da drauf. Ja, man geht da drauf. So, hier. Und dann steht da ein Schild zum Teleportieren auf den Block stellen. Auf den Block. Und dann stellt man sich da drauf und wird in die Gildenwelt. Ja, in die Gildenwelt teleportiert. Ja, dann ist hier ein Boot drin. Bei mir jetzt nicht, weil ich es schon rausgeholt habe. Also hier steht es im Chat gerade nochmal 23 Stunden, um das nächste Schiff. Also das Boot zu ernten. Also hier steht Achtung, töten, plündern und Truhen vor und töt Achtung, töten, Komma, plündern von Truhen und zerstören von Gebäuden ist hier erlaubt. Versteckt also eure Truhen und baut nicht so nah am Spawn. Rucksäcke sind nicht geschützt. Ja. Also ihr findet eine Truhe, könnt ihr es ausplündern oder einen Ofen oder was weiß ich anderes halt. Da schwimmt ihr hin und dann könnt ihr frei nach eurem Belieben fahren. Ich meine sogar, es wäre PvP an und Mobs sind auf jeden Fall da. Mit dem PvP bin ich mir nicht sicher, aber mit den Mobs auf jeden Fall. Und ich kann mich auch wieder zurück teleportieren, genau. So. Dann bin ich wieder hier zurück in der Hauptstadt. Und gebe gerade slash home ein, um wieder heimzukommen. Ja, so viel dazu. Eigentlich habe ich nicht mehr offscreen gemacht. Das Einzige, was ich noch auf jeden Fall offscreen machen werde, ist so ein bisschen bauen. Ja, das ist es eigentlich. Bauen und vielleicht mich über ein paar Sachen erkundigen. Ja. Und im Let's Play werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie man die Quests macht. Ausrüstung und so vergleicht, sowas halt. Also wie man sich hier was aufbaut. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das war jetzt ziemlich kurz. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Naja, nicht so schlimm. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Kommentar da. Verbesserungsvorschläge dergleichen sind immer erwünscht, also schreibt, was ihr denkt. Natürlich am liebsten was, was auch Sinn ergibt. Ja. Ja, gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.